wir noch mal ein bisschen spazieren. Raus in die Natur. Das Frühlingshaft, die Temperaturen. Echt grandios heute. Schaut euch das an. Ausnutzen. Echt geil das wieder. So. Unser schönes Dorf. Ja, ist schon geil. Ja, wollen wir richtig ausnutzen. Baustelle. Ja. Überall bauen sie neue Häuser. Wahnsinn. Ein wunderschönes Dorf. Da gehe ich auch nicht mehr weg. Ja, wir haben heute 14 Grad. Also bei uns auf der Terrasse kann sie raussitzen. Unser alter Sack, der Ferdi. Ja, so Zeit glaube ich. Ja, dürfte jetzt 8 Jahre sein. Ja, ich habe jetzt Urlaub. Morgen fahren wir ins Sachsen endlich. Ja. Da lasse ich mir gleich meine Haare schneiden. So schaut's aus. Also ich fahre nicht zum Haare schneiden nur auf Sachsen. Aber wir haben da eine gute Bekannte, meine Frau. Die ist Friseurin und die schneidet uns dann immer die Haare. Jetzt muss ich gerade schauen. Ich glaube, ich gehe da hoch. Unser Ackergaul. Der Ferdi ist unser Ackergaul, ja. Ah, schön. Ganz schön zugewachsen.
Ja, so ein Wetter muss man ausnutzen. Ja. Was haben wir denn heute für einen Tag? Heute haben wir. Ja. Mittwoch, 24. Januar. Aber der Spiegelblatt. Also am Waldrand ist immer, da ist ganz schön frisch. Das ist ein bisschen schlammig. Da ist echt ein bisschen schlammig. Stelle. Da habe ich schon mal einen Glühwein getrunken und eine Pfeife geraucht. Das glaube ich jetzt 2 Jahre her. War ein ganz milder Winter. Aber da, wo der Waldrand ist, haben wir überall noch fleißig Schnee. Vor dem Sturm Frederik. Friederike, waren wir Gott sei Dank verschont. Also, aber der Kirill damals, da hat uns richtig erwischt. Da hat da drinnen einen Haufen Bäume umgerissen. Ja, ein paar liegen vielleicht sogar noch drin. Aber diesmal waren wir Gott sei Dank verschont. Ferdi, da war der Kacker. So, haben wir wenigstens noch ein paar weiße Pracht. Also ich persönlich brauche keinen Schnee mehr. Ich wäre jetzt schon zufrieden mit so frühlingshaften Temperaturen. Und dann kann es bleiben so bis Ostern. Die zeitigen Sonnenstrahlen genießen, also das ist schon eigentlich faszinierend. 24. Januar, wir haben jetzt da knapp 3:30 Uhr,
Schon herrlich. Also echt super. Spielerei. Ja, das ist so mein Hauswald, wo ich mit dem Hund immer gehe. Und ist ein schöner Wald. Und Tütensee haben wir. Wir haben einen Tütensee, der ist mitten im Wald. Ja, was will man mehr? Das ist einfach eine faszinierende Gegend. Wenn ich irgendwo in der Stadt wohnen müsste oder will, dann wäre es Wasserburg am Inn. Diese geile Altstadt. Aber sonst würde ich nirgendwo hin. Stellenweise ein schöner Schlamm. Ein richtiger Bad. Holzhausgericht. Jerry, du bist ein alter Tiger, der Wahnsinn. Da hat schon bei meiner gerissen. Aber ich denke mir noch, das ist noch vom Kirill, das ist jetzt nicht vom Frederik. Y'all have two step longs out there. Da brauchen wir nicht durchgehen. Ja, da saufen wir ein bisschen ab. Ich habe nämlich meinen Boden nicht dabei. Da müssen wir aus, wenn wir zu tun gehen. Roughing their wranglers for some slime absolutely.
Bloß eine kleine Runde. Ja, das war's wieder. War bloß eine kleine Runde bei uns am Wald, nähe Tütensee. Und jetzt wird es Zeit, dass dann mal wieder Outdoor-Kochvideos gibt. Das wird echt Zeit, mein lieber Schwan. Jetzt habe ich schon direkt ein schlechtes Gewissen. Aber das meistern wir. Nur Geduld, irgendwann kommen schon wieder die Videos. Ja, ja. Keine Panik. Zuerst einmal was andere erledigen. Schaut euch das an, das ist doch ein Traum, oder? Nein, da gehen die nicht mehr weg von dem Dorf. Da bleiben wir, bis wir alt und grau werden. Oder so weiß wie der Hund. Oder so weißhaarig wie unsere Pferde, ja. So lange bleiben wir da. Aber ich habe Gott sei Dank noch keine weißen Haare. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. So, jetzt wünsche ich euch was. Lang gelabert. Bis zum nächsten Video. Also habe ich die Ehre. Macht es gut. Helmut. Habe ich die Ehre.